meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, erstmal auf Karte gucken. Ich will rauszoomen. Wo genau soll ich hin? Da hinten. Das ist ganz weit in die Richtung. Da, wo die Gegner sind, die mich übelst nerven. Okay. Dann wandere ich kurz nochmal zurück. Ich kann immer gucken, vielleicht kann ich mich günstig porten. Nein, leider nicht. Ich muss den Weg latschen. Und ich hoffe natürlich, dass mir heute nicht wieder so schnell schlecht wird wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, was das letztes Mal war. So, bist du das Ding mit dem... Nee, du bist der schlechte Teil. Dich will ich nicht. Das ist der Wagen, den ich will. Und auch nicht mit der MG, sondern mit den Raketen. So. Aus dem Weg! Da lang. Aber erst... Jetzt eine kleine Wüstenschlacht, offenbar. Huhu! Und weg sind sie! Karte? Ich war zumindest in die richtige Richtung. Da kommt kein Heli diesmal, oder? Doch, da kommt einer. Gut, dass ich kurz gewartet habe. Der muss nämlich sofort runter. Die können richtig nerven. Oh, hi. Ich bin in mein Auto gebackt. Hey. Einmal aussteigen. So. Es ist weg. Dann können wir uns jetzt wieder den wichtigen Dingen widmen. Nämlich hier hoch und unseren Kumpel retten. Da kann ich nicht mit dem Auto weiter, also zu Fuß. Friendship Gulag. Das hört sich schon gut an. Oh, ein Update. Ein Update falsche. Mein Inventar kann ich aber trotzdem mal angucken. Warum ist meine Sniper abgerüstet? Eine schwere Entscheidung. Nee, warte. Die will ich dran behalten. Den Raketenwerfer nehme ich nur für die ganz schweren Dinger. Ich muss meine Flasche wegstellen. Ich habe die gerade fast umgetreten. Und natürlich gucke ich auch hin und wieder, wie viele gerade dazukommen, aber... Wie immer gilt der Satz, wenn ihr von mir bemerkt werden wollt, also wirklich wissen wollt, weißt ihr jetzt, dass ich drin bin? Weißt ihr, wie viele da sind? Ihr müsst was in den Chat schreiben. Ich habe nämlich mal mittendrin gesehen, dass da so 3-4 Leute im Stream drin waren, aber keiner was gesagt hat. Und dann sehe ich natürlich auch nicht, dass da einer drin ist, weil... Ich habe eine VR-Brille auf dem Kopf, Leute. Ich kann nicht durchgehen auf den Chat gucken, auf dem Handy. So, Munition kaufen wir natürlich voll. Ich kann auch mal nach Granaten gucken. Nur eine Standard-Explosion. Das ist die Explosivwaffe. Nö. Nein. Die wollte ich behalten. Die ist wesentlich schwächer, glaube ich, als meine jetzige Sniper. Und den Afterburner, den brauche ich nicht. Ich muss mal gucken. War das meine gute Sniper? Nee, das hier ist meine gute Sniper. So, nun das gute Zeug behalten. Ich habe 10.000, also an Geld mangelt es mir nicht. Hier gibt es auch Klassenmods. Sirene, Feuerrate hoch. Was habe ich jetzt gerade drauf? Gesundheitsregeneration. Ich bin
Da kann man hin und wieder zwischendrin wechseln. Ich nehm's. Nee, ein besserer Schild ist hier nicht. Das ist nur für den Necromancer, also den Mechaniker. Und das würde auch nur die Skills von ihm verbessern. Bevor ich es vergesse, jedes Waffe nachgucken, ob es voll ist. Okay, sind alle voll. Und mal locker machen. Ich glaube, ich tue auch direkt das einmal drauf mit der Feuerrate. Kann ich hier gerade mehr gebrauchen als die Regeneration. Die brauche ich erst, wenn ich so richtig im Eimer bin. Muss ich die Dinger kaputt schießen? Ich meinte jetzt nicht euch. Euch mache ich sowieso kaputt. Ach stimmt, bei euch brauche ich eigentlich die Schrotflinte. Die Sniper bringt mir bei euch überhaupt nichts. Erstmal mache ich den weg. Weg damit. So, was gönnt ihr mir? Nichts Brauchbares. Oh oh. Nochmal, oh oh. Das war die Taste. So, erstmal unschädlich machen. Kaputt geht auch. Der wäre weg. Bis. Den ignoriere ich erstmal. Der ist wichtiger. Die Arme müssen ab. Okay, Deckung. Oh, er hat Verstärkung gekriegt. Weg mit dir. Das muss weg, die Drohne. Die Drohne darf nicht leben. Ich kann die anderen heilen. Ries! Oh oh, wieder eine Granate. Der wäre weg. Der wirft wieder. Als ob ich euch leben lasse. Oh Gott, der schon wieder. Bei dem heißt es einfach weggehen. Wie viele von denen kommen denn noch? Übrigens steht noch nicht fest, wie lang der Stream geht, aber ich sollte mir trotzdem mal eben kurz einen Timer machen. Ich wollte ungefähr bis 21.30 Uhr heute machen. Heißt eine anderthalb Stunde. Je nachdem, wie es gerade läuft, vielleicht auch ein kleines bisschen länger. Okay, gebt mir jetzt ein paar Sekunden, dann bin ich auch wieder einsatzbereit. So, kein Alarmton, der vibriert dann nur. So, jetzt habe ich mir meinen Wecker gestellt. Zu viel VR ist schädlich. Und natürlich, wenn ich schon im Menü bin... Schade, kein Skillpunkt. Au. So, neu justiert. Geh mit deinen hässlichen Granaten! Nein. Ihr seid so gute Werfer. Geht zum Baseball. Fuck. Ich habe auch Granaten. Damit hast du nicht gerechnet, ne?
Ich glaube, der tote Kamerad wehrt gerade die Granaten alle ab. Tschüss! Mann. Okay, jetzt habe ich endlich auch mal einen kurzen Moment Ruhe. Was seid ihr für Maschinen? Also hier wandert eh nichts anderes als Maschinen rum. Eben kurz gucken. Okay, alles voll. Wir müssen in die Richtung. Wie gesagt, die Sniper bringt bei denen nichts. Die bringt nur was bei den Menschen und bei denen, die sind hier sehr wenige. Warum? Warum sind noch mehr von euch da? Kann denn auch die Beine schrotten? Gut zu wissen. Man kann die Roboter zerlegen, wie man lustig ist. So. Die Schaufenster ist immer noch am effektivsten gegen die. Dafür ist das Schrottding da. Zum Glück kann ich eure Explosion noch gegen euch nutzen. Sonst noch wer? Oh. Du bist natürlich ein Exploder. Tschüss. So weit wirst du nicht. Sag ich und du tust es. Ach du Scheiße. Das gefällt mir jetzt schon nicht, was da hinten gammelt. Weg damit. Das Ding lasert mich. Und es kann natürlich auch noch Kameraden spawnen. Warum auch nicht? Weg mit dir. Nein. Das ist dieser Warden. Okay, das Ding ist tot. Und das Ding rastet aus. Nein. Weg damit. Du frisst jetzt alle Granaten, die ich habe. Okay, da nimmt es kritischen Schaden. Hau ab. Weg mit dir. Und mit dir ist recht. Einmal dahinter. Ich will diese Waffen hier einsammeln. Und dann natürlich einmal weg. Scheiße. Den kriege ich nicht platt. Nicht in der kurzen Zeit. Was habe ich denn wenigstens da eingesammelt? Unnützes etwas.
Ich habe zwar immer unnützes Etwas eingesammelt. Okay, ich muss hier ein bisschen die Waffen umstrukturieren für das Vieh. Kurz gucken, muss nicht nachgeladen werden. Okay, ich bin bereit für den Krieg. Wollte ich sagen. Dann wurde ich auf einmal gesprengt. So, darüber. Hat er gerade gesagt, er gibt dich nicht? So, ich gehe diesmal links rum. Das ist offenbar sicherer. Irgendwas Nützliches, bitte. Das war zu spät. Wie ging denn nochmal meine Spezialfähigkeit? So ging sie. Zum Glück habe ich was gegen Schilde. Aua. Da ist doch Megateil. Was bist du denn für ein Mega-Roboter? Und du, hau ab von mir. Ach du Kacke. Aua! Okay, hier brauche ich Gesundheitsregeneration, definitiv. Die Feuerrate bringt mir hier gerade einen Scheiß. Geh kaputt, du dummes Ding! Albern? Das Ding war gerade eben definitiv noch nicht da. Und da ist direkt ein zweiter. Du willst mich doch verkohlen. Hau ab. Wie kriege ich das Ding klein? Ich brauche auf jeden Fall neue Munition. Bitte. Nur Scharfschussmunition. Du willst mich doch verkackeiern. So, jetzt hat seine Schilde verloren. Da ist direkt noch ein Teil. Die Elektrowaffe ist sehr effektiv. Verdammt. Hätte ich doch nur einen anderen Rocket Launcher. Damit. Au, 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 au. Geh doch kaputt. Mein Gott, ey. Weh, da kommt jetzt ein Dritter. Ich gehe mir neue Munition holen. Diesen Kampf überlebe ich nämlich sonst nicht. Irgendwo hier waren noch die Automaten. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Keine Gewährleistung. Zock, zock, zock. Wundervoll. Mehr Raketen. Könnte es dir helfen, viele Gegner zu töten.
Die Schockgranaten, die sind ganz praktisch, genauso wie die Säuredinger. Du bringst mir hier halt einen Scheiß. Nee, weg mit dem Mist. Fantastisch. Obwohl, die könnte vielleicht ein bisschen besser sein als meine andere Waffe gerade. Weil mit einer Feuerwaffe komme ich da überhaupt nicht durch. Da bringt mir auch der Rocket Launcher überhaupt nichts. Ist sogar recht genau. Und ich habe so gesehen eine Zusatzgranate. Okay, die ist effektiv. Die ist sehr effektiv. Warte mal, erstmal auf den Schild gehen. So, jetzt kann ich die Waffe wechseln. Die Granate regelt. Erst muss das Schild weg, sonst kriege ich überhaupt nichts geschissen. Aua! Gleich habe ich den Schild weg. Der Schild ist down. Weg. So, Eiber draufhalten, Eiber draufhalten. Das große Ding muss zuerst weg. Es bringt mir nichts, die Kleinen umzubringen. Ja, es ist RIP. Ich hab's vernichtet. So, ich hoffe, du hilfst mir im Kampf. Er hilft mir. Kann ich das nutzen? Schade. Hier sammle ich erstmal die Beine weg. Auf. So, wie ein Gangster. Ein Arm weg. Zwei Arm weg. Das war, glaube ich, der letzte. Nein. Wo ist Roland hin? Okay, gegen die Roboter ist diese Knarre echt mega gut. Hätte ich echt nicht erwartet. Ich behalte mir, glaube ich, für zukünftige Robotergegner. Er dachte, da war nur Geld drin. Ich hatte gerade so stark auf Munition gehofft. Bleib, wo du bist. Ach, den kann ich auch die Beine wegschießen. Und den kann ich die Raketen wegnehmen. Komm. Weg damit. Okay, einer ist weg. Roland, hilf mir hier verdammt nochmal. Das war eine Schlacht. Noch ein Rocket Launcher, ich werd nicht mehr. Hau ab.
ist interessant, nach oben aufzuladen. Mission erfüllt. Okay. Und das nur für 4 von diesen Energiedingern. Ich habe einen Plan, wie wir Jack stoppen. Aber ohne dich. Ich muss jetzt nur noch ins Sanctuary zurück. Du hast Roland gerettet. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt. Okay. Ich sehe Roland drin. Aber ich will gucken, ob hier noch was Wertvolles ist. Ich will auch das Maschinchen da drauf. Klappt das? Ja. So kommt ja in die Kiste. Und das sieht nach gutem Loot aus. Oh Gott. Ich habe einen neuen Raketenwerfer. Okay, die Waffe ist eh leer. Ich glaube, die ist sogar weit besser als mein anderer. Feuerrate nur ein bisschen geringer. Hat halt Feuerschaden. Magazin ist ein bisschen größer. Aber im Gesamtverhältnis ist die stärker. Die ist aber ein bisschen ungenauer. Ich behalte trotzdem mal die hier, weil die ist gegen Menschen stark. Aber die Maschinen scheinen zu one-hitten. Praktisch. Wer will mich im Visier haben? Komm her. So. Irgendwo gab es noch ein Teil. Tschüss. Mit dem Raketenwerfer ist alles möglich. Und der ist auch noch selbst beim Nachladen noch mal eine Rakete. Nützlich. Da ist nichts Sinnvolles drin. Na, Munition. Nimm hier mal. So, was habe ich jetzt hier für eine Schlacht? Und da habe ich die aus Versehen schon längst angezettelt. Nein. Ich sagte nein. Ist trotzdem sehr genau. Naja, es geht. Boah, selbst das Nachladen zieht ja richtig viel. Leg dich nicht mit mir an. Das nennt man ultimative Vernichtung. Einfach warten, dass es ein bisschen näher kommt. Das wird jetzt ziemlich schwierig. Und tschüss. Ich denke mal, das Gebiet habe ich dann jetzt hier so weit. Also hier ist jetzt nichts weiter. Das kommt erstmal weg. Ich brauch das. Komm, tief. Jawohl. Und tschüss.
Hey, ich hab's doch gerade umgebracht. Ich hab nichts in der Nähe, was ich umnieten kann. War hier sonst noch irgendwas? Nee, ich hab hier alles erkundet. Einmal kurz kratzen. Kein Skillpunkt, aber bestimmt ein Badass. Ja, zwei. Natürlich sollen meine Waffen mehr Schaden machen. Und weniger Rückstoß. Verhaste dich dein vieles Geld. Du bist mein millionster Kunde. So, wieder voll kaufen. Jetzt müssten eigentlich wieder die normalen Gegner kommen. Jetzt brauche ich die eine Waffe hier nicht mehr. Es war auch eine explosive Waffe. Die beiden muss ich vergleichen, damit ich weiß, welche Flammen-Raketenwerferwaffe ich behalte. Ein Moment. Das will ich vergleichen. Bis auf die Feuerrate, die nur geringfügig geringer ist, und die Ladegeschwindigkeit ist die hier besser. Die hat sogar einen besseren Zoom. Also, die Linane kann ich verkaufen. Herzlich willkommen, Kunde. So. Schilde habe ich auch ein paar eingesammelt. Darunter aber keinen guten. Komm jederzeit wieder. So, und jetzt muss ich erstmal ins Sanctuary zurück. Das ist, glaube ich, ein weiter Weg. Dich treffe ich von hier aus nicht, ne? Ich würde eigentlich gern da vorne stehen, dass ich den vielleicht von hier oben snipen kann. Getroffen. Weg damit. Ich sollte den anderen Raketenwerfer nutzen, weil das sind keine Menschen, sondern Maschinen, die ich abschieße. Aber die kann ich wieder benutzen. Und ich warte nur auf den vierten Slot. Okay, die schalte ich auch vorher aus. Komm her. Ah, war ein guter Treffer. Fliesch! Da hinten treffe ich es nicht. Ich muss es nur auf meine Fahrmaschine schaffen. So, komm her. So, jetzt bin ich ready. Jetzt können wir verduften. Weg mit euch. Ah, endlich zurück ins gute alte Sanctuary. Ah, das war aufregend. Natürlich habe ich immer noch keinen Schlüssel. So, erstmal das Wichtigste, das in keinem Stream fehlen darf. Komm! Habe ich heute Glück? Nein, natürlich nicht. Ich muss doch bei jedem Stream einmal in diese Automaten. Das ist Pflicht, Leute.
Und wenn sie in meinem Gesicht hochgehen. Komm. Ja, Jackpot. Hallo, geh weg, das sind meine Maschinen. Das ist mein Gewinn. So. Einmal drehen noch. Oh, da ist schon wieder Hauptgewinn. Oh, ich habe aus Versehen den... Na gut, dann halt noch einmal. So, jetzt können wir wieder gehen. Also, Hemlock will was von uns. Hallo, es gibt... Hast du von diesen Insektenviechern namens Barkids gehört? Es heißt, diese Mücktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Okay. Soll ich einen Injektor mitnehmen? Mal sofort. Also nochmal zurück. Wir werden es nicht schaffen. Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ein paar Barkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Okay. Ich muss aber auch ein bisschen Story machen. Ich hab nicht ewig Zeit, Kecklecker. So, was hole ich mir? Oh ja, mehr Launcher-Munition. Auf jeden Fall. Mehr Granaten, nee. Meine SMG könnte ich ein bisschen verbessern. Oder ich mache das, was ich schon lange hätte tun sollen. Auch mal die Sniper aufzuwerten. Ach stimmt, und da oben wäre Rucksack gewesen. Ich bin so einsam. Du wirst auch weiter einsam bleiben. Was ist dort? Heilung. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Hab ich doch schon. Hallo, gib mir das Geld. Oh, und noch ein Kristall natürlich. Könntest du kurz stehen bleiben? Ich brauch was von dir. Einige Schrotflinte. Die sind aus dem Hyperion-Reservat entwischt. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie noch ein Kristall in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxie und hol Köder, die ich geordert habe. Ich will die Kiste. Soll irgendein Pizzading mitnehmen. Auch in der Kantine da. Die Morphe, das ist eine andere Story-Mission. Ich muss mich mit Roland eigentlich treffen, aber ich hole erstmal das, was mir da als Mission angegeben wird. So, ich hab die Pizza. Die Klonen finden aus irgendwelchen Gründen Pizza unwiderstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. Darf ich erst das Echo da mitnehmen? Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kaltlächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Bevor ich dir weiter zuhöre. Ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Jetzt weiß ich, wo der ist. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges.
etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, der ist da die oben. Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Da ist nichts Wertvolles drin. So, jetzt reden wir. Überhaupt geschnappt? Ich war pinkeln und einer von denen hat mich K.O. geschlagen. Er wurde beim Pinkeln K.O. geschlagen. Handsome Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint okay. Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Klar, tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Okay. Aber das reicht nicht. Aber du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Ich hab dich durchlasert. Mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke übrigens. Wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, wenn ihr redet, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Trinke ich eben kurz einen Schluck. Was? Er will keine Kammer öffnen. Ich höre immer noch zu. Er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereits. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gut Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Okay. Kann mir auch egal sein. Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Ich hab Waffen. Das ist mein geringstes Problem. So, wo muss ich hin? Da. Und wo darf ich jetzt hin baden? Hallo? Ah, dahin. Ach stimmt, meine Sniper kann ich eigentlich wieder ausrüsten, oder? Weil jetzt sind wieder lebende Viecher. Bleibt mir vom Leib. Dann geschieht euch auch nichts. Ich muss zum Tundra Express. Habe ich was getroffen? Ich wollte mal cool sein und nach hinten einer schießen. Nicht so ganz aufgegangen. Tundra Express, das sieht schon so aus, als ob da Maschinen sind. Also wenn ich gegen Maschinen kämpfe, ist meine Motivation ein bisschen runter. Die Dinger nerven. Du musst uns ein Zeichen geben. Jeder Wetter schläft gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? War da nicht auch noch irgendeine Nebenquest mit Warkits? Opfere Matchstick.
Wackit, Pom, ja, ich muss eh hier. Also, ich soll von irgendeinem Wackit eine Probe nehmen. Die Wackits werden nur kreischen. Sehr gut. Jetzt steckt noch ein paar mehr. Okay, während so etwas muss ich das machen. Habe ich es geschafft? Das ist ja ekelhaft. Mach es tot! Mach es tot! Ich habe meinen Job erfüllt, aber jetzt wird zu Hammerlock, dass ich es umbringe. Ich habe ihn mutiert. Mache ich denn überhaupt einen Crit? Wie geht's? Geht weg von mir. Ich glaube, ich brauche doch noch mal eben kurz den Raketenwerfer. Nein, das ist die falsche Waffe. Gute Güte, das war ja krassig. Bitte sei so nett und bring mir eine Probe vom Kadaver dieses Wackels. Wenn wir uns gegen diese Mücken... Ich habe es. Ein paar weitere Proben. Runter mit dir. Bring sie zum Verpuppen, verpasse ihnen eine Injektion. Ich würde sagen, Mission erfüllt. Wenn man mich fragt. Töte sie. Viel Glück. Das Ding lasse ich nicht nochmal mutieren. Was war das gerade für eine Waffe? War das die, die ich gerade eingesammelt habe? Das sah aus, als ob da irgendwie... Das ist die Waffe. Mit Level 16 kann ich die nutzen. Ich glaube, die ist stärker als meine jetzige Donnerwaffe. Kann man ja mal eben kurz testen. Ich rüste sie einmal aus. So, jetzt habe ich sie ausgerüstet. Jetzt kann man es vergleichen. Oder auch nicht, weil mein Level nicht hoch genug ist. Aber ich denke mal, dass die stärker ist als meine jetzige. Also, ich behalte sie mal. So, Wackits verbrennen. Die brennen nicht. Damit sollten sie brennen. Eins abgefackelt, bitte nicht. Das war nicht so schwierig. Zwei abgefackelt. Als ob es so schwer ist. Na, das jetzt so. Und alle her. Ich habe auch mal genügend angezündet. Er ist wach. Und mir wird schlecht, weil es sich dreht. So laut, so wütend. Am Saufen. So tot. Ich hab keinen Bock auf euch. Da bin ich ganz ehrlich. Wir wurden ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Halbhöhenkonvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Nein, die mutieren alle. Ganz ruhig, Mädchen. Also... Ein Halbhöhlen zum Krass durch den Hund. Ein Badass. Och nö. Da. Verreck.
war eine beeindruckende Erfahrung. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen. Dann kipp um. Ich kann mich auf den Plan einlassen, den du hast. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Wo ist die jetzt schon wieder? Ganz weit da oben. Wo denn auch sonst? Warum soll ich hab nicht noch mehr von diesen Viechern um mich drum? Die sind ekelhaft. Was ist das? Ist das was zum Looten? Hast meine Annäherungsmine entschärft? Verdammt, ich hab eine Mine entschärft. Ist echt nicht ohne. Okay. Ich will nicht. Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Geh hoch! Nehmen Sie mit! Oder muss ich die Dinger alle entschärfen? Au! Das hat wehgetan! Ich kann die nicht alle entschärfen. Und ich weiß nicht, warum die gerade alle hochgehen. Aber ganz ehrlich, solange sie tot sind, juckt es mich nicht! Hau ab! Irgendwie muss ich da hochkommen. Die macht die ganze Zeit weg. Wie komme ich da hoch? Weg! Nicht triggern. Die Dinger verursachen Schmerzen. Können Sie die auch triggern? Ich habe hier halt null Schutz, also brauche ich auch nicht ausweichen. Ich glaube, da komme ich hoch. Und weg ist er. So, komme ich hier hoch? Ich habe Tiny Tier gefunden. Die kommt mir sogar bekannt vor. Ich finde dich cool. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast einen Knall. Aber das hat ja eh jeder in diesem Spiel. Also... Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Was schenkst du mir? Du schenkst mir Hasen? Muschis Knuckleballs und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kawummerbums und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Kurz zum Verständnis, das sind Bomben? Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz. Das ist noch ein bisschen untertrieben. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Irgendwas Nützliches.
Korrosionsgranaten. Sie sind halt deutlich schwächer. Nein, ich habe sie, glaube ich, gerade gekauft. Die sind auf jeden Fall stark. Also die haben mehr Schaden und machen nochmal 4 extra Bomben. Die sind besser als meine jetzigen, die nehme ich. Lass es nicht. Ich muss eh noch Waffen verkaufen. Oh, neuer Skin. Hallo? Ich hab doch gerade die Granaten gekauft, oder nicht? Beehre mich bald, nicht sterbe. Brauche dein Geld. So. Das kann weg. Das kann weg. Die behalte ich erstmal. So, das kann ich alles erstmal behalten. Tina, ich mag dich. Du hast lustige Ideen. So, erstmal meine neue Bombe austesten. Ich hab was für dich. Das müsste Schaden machen. Wenn nicht, dann läuft was falsch. Wo muss ich nochmal hin? Ah, okay, ich muss im Weg laufen. Oh, hier müssten Gegner sein, an denen ich testen kann. Ich muss, glaube ich, hier sowieso rein, oder? Nee, aber ich kann hier, glaube ich, einfach durch. So, Test! Die macht ordentlich Wumms. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich bin weg. Aber da ist eine Quest. Die muss ich mitnehmen. Einer weg. So. Der ist RIP. Dreck. Das Gute ist, ich habe aber noch Feuerunterstützung. Den jag ich lieber hoch. Nope. Ich habe ein Problem. Komm. Yoshi. Frisst meine Bomben. Die haben und nicht reingehauen. Beste Investition. Tschüss! Hier sind echt viele Gegner. Aber wie ich doch nur das da. Da oben sind noch mehr Gegner. So, der ist weg. Und noch einer weg. Irgendwo dort ist noch einer. Ich muss ein Versteck finden. Tschüss. Du da oben?
Ich mag dich. Ich finde hier viele neue Freunde. Das hört sich nicht gesund an. So, erstmal weg damit. Ich weiß nämlich genau, wie gut ich mir selber wehtue damit. Okay, für mehr war ich hier offenbar nicht. Nur um die... Ach du Scheiße. Granate go. Weg. Kannst du da oben ein bisschen besser treffen? Ich finde schon schön, dass du mich unterstützt, aber triff wenigstens. So, sonst noch irgendwas, wofür es sich gelohnt hat. Für eine Kiste. Komm. Enttäuschend. Das Versteck ist ganz da hinten. Da gehe ich jetzt ganz sicher nicht hin. Ist aber ungefähr auf dem Weg. Ich hab keinen Bock auf euch. Euch kloppe ich einfach. Ich mag die ausgewachsenen Versionen nicht. Aber es hat was Blaues fallen lassen. Das könnte interessant sein. Feuergranaten. Oh nö. Ich sehe doch schon wieder die Helis. Und Helis sind Anti-Spaß. Raketenwerfer? Nicht der, der. So macht man das. Falsche Waffe. Ich hab einmal getroffen. Tschüss. Wo bist du denn hergekommen? Hey, jetzt bist du Matsch. Ich wusste nicht, dass wir verwandt sind, aber ich nehm's an. Wer zum Teufel ist Muschis Nagelbart? Hab ich mich auch gefragt, Kollege. Hab ich mich auch gefragt. Adios. Du kriegst hohen Kompliment von mir. Du bist ein richtig guter Scharfschütze. Ich könnte von da oben niemals einen Treffer machen. Du machst sogar Headshots. Habe ich was getroffen? Unter mir müsste das sein. Was ich jetzt hier suchen soll. So.
Da ist es. Oder? Nee, da. Jetzt nimm die scheiß Rakete. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wumms. Okay, verrückte Trulle. Oh. So, die sind weg. Der verteilt die Headshots. Das hat weh getan. Ich muss 3 Banditenalarme aktivieren. Okay, dann heißt es wohl noch suchen. Wo könnte noch ein Alarm sein? Den habe ich hochgejagt. Da ist einer. Oder? Nein, ich habe nur den Briefkasten geleert. Wer brennt? Autsch, mein Schild ist weg. Fries! Nein! Okay, er hat jemand anderen angegriffen. Also hier mache ich gerade richtig gut Schaden. Sogar was hinterlassen. Wie nett von ihm. Über mir ist noch einer, ne? Oh Gott, hier ist halt so viel los. Ich bin ein bisschen überfordert. Irgendwo noch mehr. Wo sind die Dinger? Wo sind sie? Ab wann habe ich meine Ruhe vor diesen toppen Leuten hier? Zack. Da ist halt ein Alarm. Ich will nicht komplett runter. Tschüss! Da ist natürlich noch einer. Oh, hi, hi. Er ist zum Glück gestorben. Hier kommen halt unendlich viele von denen. Klo. Gott, ey.
Ich wollte doch nur was holen. Ich hab's. Die haben mir diese Minen entschärft, beziehungsweise auseinandergenommen. Wahrscheinlich, weil sie einfach wissen wollten, wie die funktionieren. Vielleicht sind diese Alarme auch in unterschiedlichen Basen, auf jeden Fall. Nee, nicht das. Hole ich mir jetzt dieses Versteck. Und danach mache ich auch Feierabend bei mir. Wie wir jetzt. Ich mache mir diese Wecker für diese Sessions nicht ohne Grund. Wahrscheinlich da oben drin, ne? Ne, ganz weit da in der Richtung. Muss ich eh hin. Ich habe mich selbst getötet. War eine schlaue Idee. Okay, wir haben dadurch was gelernt. Nicht diesen Turm benutzen. Das ist Selbstmord. Und wenn, direkt abhauen. Ach so, hätte ich sie wahrscheinlich auch abfackeln können. Ui! Ich will runter. Okay. Dann habe ich halt Feuerunterstützung. Ruhe. Tschüss. Du hast lang gelebt. Irgendwas ist doch mit dieser Kiste. Eine Schrotflinte oder eine Rifle? Ist beides scheiße. Also nicht ihre Schrotflinte. Weil die könnte vielleicht eine bessere sein. So, dann zurück zu Tina. Wo ich dann auch für heute Feierabend mache. Nicht in die Minen latschen. Es wäre typisch für mich, dass ich da reinrenne. So, mit Tina reden wir noch. Die ist natürlich eingepackt. Sekündchen noch. Das wird super. Nee, hab nix. Na, meine Kleine. Ich muss noch hier alles nachladen. Denk an Markus Munition. Möge es dir helfen. Bring dir den Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Du bist sofort. Will ich wissen, was du da drin machst? Okay, keine, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Was macht die da drin? Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Matsch, matsch, matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Will ich wissen, was du da drin machst? Nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie.
Also die Raketen helfen mir höchstwahrscheinlich. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan. Alles klar, Keule? Hab eine voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne... Jetzt kommst du mir bekannt vor. Jetzt weiß ich auch warum. Es gab im ersten Teil, glaube ich, auch so eine, die eine Teeparty schmeißen wollte. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihnen meine Obhut zu geben. Ob das eine gute Idee ist? Auf jeden Fall habe ich ein Level-Up gemacht. Gerne mehr Schaden. Welches Level habe ich mittlerweile? Kann ich das irgendwo sehen? Weil ich würde gerne wissen, ob ich die Waffe jetzt nutzen kann. Ich habe eine Korrosionswaffe eingesammelt. Wann habe ich das denn getan? Ja, ich kann sie jetzt benutzen. Dann kann ich sie auch endlich vergleichen. Okay, die neue Waffe, die ich da gesammelt habe, ist auf jeden Fall stärker. Sie ist genauer. Eigentlich ist sie in allen Punkten besser. Ach, und die Korrosionswaffe will ich natürlich auch einmal kurz testen. Wo ist sie? Da! Wirkt gut! Hat sogar noch ein Zoom-Visier. Also ich kann damit zoomen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. So, erstmal wieder Inventar voll. Unnützen Kram verkaufen. Ich würde mal sagen, du bist ein bisschen stärker als meine jetzige. Die kann ja weg. Die normalen Waffen eh. Und die behalte ich. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Jetzt habe ich eine gute Waffe gegen Korrosion. Ach, gegen Panzerung. Das in Kombination mit der Elektrizität, das ist eine richtig gute Waffe gegen Maschinen. Also behalte ich die, weil ich werde höchstwahrscheinlich noch öfters mit Maschinen zu tun haben. Dann habe ich wenigstens endlich was gegen die... Aber ich würde dann jetzt sagen, dass es das dann für heute war. Dass ich für heute genug geleistet habe. Nächstes Mal haben wir Spaß mit kleinen Tina. Nicht jetzt böse gemeint, wie ihr das denkt. Ich denke da nicht pervers. Ich meine damit den Spaß, den Zug in die Luft zu jagen. Zumindest kann ich mir nichts anderes mit den Raketen vorstellen. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt man ja den Drill. Follow da lassen bei Twitch. Like auch noch. Noch ein bisschen Konversation, also ein Kommentar und ein Abo bei YouTube. Und das war's dann jetzt. Ich bin weg. Ich habe genug für heute.